Nein, da wartet der da. Ich hab gedacht, du bist weitergelaufen. Alle in die Falle gelaufen. Warte, ich kenne einen, mit dem würdest du dich. Hier ist ein Ranger-Gewehr, ne? Habt ihr schon Waffen? Ja. Komm. Ich habe sogar schon zwei Tote gemacht. Wir aufpassen, der ist voll gut. Nein! Doch! Doch! Wir haben Leben. Nein! Du hast eine Millisekunde zu früh abgebrochen. Kann nicht, der war voll. Oh, ey. Er hat mir voll angezeigt. Disqualifiziert, oder? Nein, nein, nein. Was? Du bist mit dem Hammer ins Ziel geflogen. Ja, mit dem Hammer. Und wie? Nein, keine Munition mehr. Egal, er ist tot. Ja! Spezialgegenstände sind angekommen. Schade, ey. Ich dachte, wir kriegen den noch mit. Ja! Du kriegst ein Schirm, du kriegst danke. Aber wie hast du es gemacht, Rose? Weil wir sind verbogen. Moin! Wir zocken heute ein bisschen auf der Xbox tatsächlich. Das hat ja gestern gar nicht funktioniert mit Fortnite auf der Xbox. Und dieses Spiel, was wir hier haben, ich sehe, mein Bruder spielt das ganz viel, mein Schwager spielt das ganz viel. Und okay, geht's ja weiter. Und ich bin, naja, jetzt wo ich das von Xbox streamen kann, neugierig so, ne? Ich habe da eigentlich gestern schon ein bisschen angespielt oder ein bisschen gestreamt, glaube ich. Irgendwie ging auch das Speicher nicht. Oder ich war zu doof zum Speichern, ne? Man weiß es nicht. Das ist nur eins. Ich kenne das Spiel nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur ein kleines Indie-Game. Und schauen wir mal da mal. Oh, guck. Achso, ist das jetzt Tutorial-Kampf? Ja. So, legt es an. Gib mir das Tutorial. Kann ich das nicht überspringen? Nein, kann ich nicht. Ausweichen 1, 2, 3, 4 und kurz warten. 1, 2, 3, 4, 5. So, geschafft. Lass mich überspringen.
Okay, jetzt kann man besiegen. Ach so, ich habe die Dreier-Kombo nicht gemacht. So. Ja, ist ja gut. Lass mich doch einmal meine Kombo machen. So, Y-Kombo. Oh, das war's. Ausweichen kannst du ausweichen. Perfekte Ausdauer. Okay. RT, LT. Achso, wenn er es macht. Okay, das war's. Nochmal. Oh ja, zu spät. Wow, das hat gepasst. So, parieren. Komm, nochmal, nochmal, nochmal. Das eins, nochmal. Mann, hat der eine Range. Komm, 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 komm. So, geht. So, alle besiegt. Herrlich. So, der Ton ist ein bisschen leise, glaube ich. Ja, lauter machen. Ah, ich hab aber auch so einen Brummen drin. Nein, nein, nein. So, unsere erste Truhe. Oh, guck, was wir hier alles haben. Ja, ja. Ah. Tutorial durch. Kommen wir schon weiter? Ja, ne? Karte. Jeder Tempel besteht aus einer Reihe miteinander verbundenen Räumen. Jeder Raumtyp symbolisiert die Hauptbelohnung, die du dort erbeuten kannst. Nach jedem abgeschlossenen Raum kannst du einen Pfad wählen, um deinen Weg durch den Tempel fortzusetzen. Lektion Karte kannst du dir beim Erkunden das Layout des Tempels ansehen. Achso, da oben ist dann der Boss. Ja, aber... Ich kann Gold, Gold. Ich habe gar keinen Plan, was das alles bringt. Aber... Von dem Attribute. Die feurigen Hallen. Feuer. Hoch und... Oh, wow, warte mal. So. Warte deine Verderbnisanzeige unten rechts im Bildschirm im Auge. Mit jeder Tür, die du durchquerst, nimmt deine Verderbnis zu. Bei voller Anzeige wirst du verderbt und beim Durchqueren der nächsten Tür mit einem Fluch belegt. Oh, wow. War das ein Dreierkill auf einmal? Wenn du einen Gegner besiegt hast, wird der Timer für Greed Kills gestartet. Erziele Kill-Serien, um deinen Greed Kill-Zähler zu erhöhen. Aha. Das Loot? Nein, kein Loot. Ah, auch hier eine Dreier-Kombo, ist doch schön. Oh! Basisschaden mit Wurfwaffen. Reaktion Inventar, okay. Das heißt jetzt was? Warte mal, wo ist Inventar? Ne, falsch. Hier. Ach so, das sind Relikte.
So. Eine Stabwaffe. Hauptwaffe Schwert, Nebenwaffe. Okay. Okay. Ist das jetzt an? Stimmt. Ja, genau. Oh wow. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Du erstellst mir hier keinen Bannkreis. Ich muss echt auf mein Leben aufpassen. Opfergaben. Bleib mit integrieren mit. Und was kriege ich jetzt? Ach so. Relikt. Relikt eigentlich? Nein, wir nehmen diesmal Gold. Kann ich auch den Fluch? Wie schon verfügbar? Habe ich das gespeichert? Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah. Oh, da war Bosskampf. Oha, Feuer. Meine Fresse. Immer komme ich hier falsch. Das ist nicht so ein einfaches kleines Indie-Game. Boah, hier liegt ja das ganze Gold. Habe ich jetzt einen Fluch? Ja, ne? Ah, guck. Jo, Heilung wäre spitze. Oh. Gleichendes Unheil. Die größte Lektion, die unser Schmerz lehrt, ist, dass wir jederzeit alles verlieren können. Licht, Hoffnung, das Leben selbst.
Erlittener Schaden löst eine Welle der Finsternis aus, die jede Feuerquelle in einem großen Bereich erlöschen lässt. Du verursachst 10% Schaden im Licht. Immer wenn sich deine Verletzung auffüllt, wirst du verflucht. Flüche erweitern die klassische Spielregeln und Modifikatoren. Sie halten bis zum Ende des Durchlaufs an. Ey, mein Fackel ist aus. Was ist das denn? Oh wow, die Heilung gibt mir. Oh Scheiße. Ach so. Ach, die hätten wir einfach angucken sollen, was der kürzeste Weg ist. Noch ein Fluch. Ja, gib mir mehr. Ich brenne ja. Ja, genau, die die Troller nervt mich jetzt schon. So, die ist kaputt. Ja, trifft mich. Meine Nase. Oh wow. Ah, toll, genau. War einer weg?
Hallo, guten Morgen, hallo, wer ist denn da? Bist du online? Na, warum nicht? Sonntag. Ja! Wieder einer tot. Wer ist tot? Dieses ist ein Spiel, was mein Bruder, mein Schwager sagen. Welches? Kurz auf Gods oder so. So heißt das. Kurz auf Gods. Das ist so ein kleines Indie-Game. Ja. Hä? Warte, wie geht Xbox noch? Oder was? Ja, Xbox. Na. Das wird nichts. Die Truhe krieg ich nicht geöffnet. Ja, ich will halt. Das halt auf Biegen und Brechen testen, ne? Mit der Konsole und so. Mit deiner Capture Card. Ja, ja, genau. Mach, wie du machen. Genau. Ach, wir kriegen hier Wellen, na toll. Was kriegst du noch Wellen? Ah. Warst du gestern noch lange online? Da um 12 wieder an meinem Rechner und dann war ich bis 2 nochmal. Aber ich war nicht auf Stream und ich hab Einstellungen gemacht. Und ein Video hochgeladen. Hier mit so Sachen geguckt, dann wurde ich immer müder und müder. Ja, genau, und zock, zack, ist das Licht wieder aus. Moment abpassen. Das ist dann ein bisschen so an Diablo. Warte, falscher Attacker. Tatsächlich doch. Auch so ein kleines Jump'n'Run-Spiel. Schon Spaß, ne? So. Das macht tatsächlich Laune. Mal gucken. Musst du Mega City spielen? In Fortnite meinst du? Nein. Ein Indie-Game. Dünner Bogen. Gibt's kostenlos bei Stream. Hauptwerfer Schwert, Topbreaker Revolver. Bogen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir einen Bogen? Ach, wir nehmen den hier. Den Bogen. So, Gold opfern, kein Blut. War hier noch was? Hier war nicht. Ich habe das Spiel gestern schon ein bisschen angefangen, um zu gucken, um reinzugucken. Ja. 1, 2. Ach, was nehmen wir denn jetzt? Ah! Was für eine Frage, wir nehmen Heilung, ich brauche Heilung. Und da habe ich schon eigentlich das Tutorial zumindest durch gemacht, ne? Ach so. Speichern und verlassen. Ah, okay, ich kann nicht nur speichern, ich kann nur speichern und verlassen. Das heißt, gehe ich drauf, Alter.
So, wo bin ich jetzt? Ach so. Essenz der Sterblichkeit. Die Lebensessenz jener, die die heiligen Tempel entweihen, ist nicht vergeudet. Wird das Blut klug eingesetzt, ist es deutlich wertvoller als jedes Edelmetall. Urnen enthalten kein Gold mehr, sondern sind mit Blut gefüllt. Blut heilt, Blut belegt dich aber mit Verderbnis. Hey, moin, Death Knight, was geht? Bist du live oder was? Ja. Mirko, spiel nicht ohne live zu sein. Achso, Y ist Pistole und B ist Bogen. Echt? Der hat nur. Oh wow. Ja, ich lauf direkt rein. Johann ist also neu. Wow. Oh, das war knapp. Können hier gerade ausgehen? Nein, kann man nicht. Hier runter kann man auch nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mantel des Betenden, Reliktschlange. Nehmen. Ja, genau, hat er mich doch noch erwischt. Bin seitlich einfach nur weggegangen. Es hat funktioniert. Oha. Da ist schon wieder dieser Heilerin da. Dann mich doch erwischt. Du spielst Fortnite. Ich spiele nicht Fortnite. Ich spiele doch nicht. Wo steht denn das? Ja, irgendwo ist Fortnite. Wo? Twitch. Ach, warte, da ist sie. Warte, muss ich das gleich nochmal. Ja, ist doch gut. Und ich höre von deinem Spiel keinen Ton. Kann nicht sein. Doch. Bei mir wird's übertragen. Oh wow. Warte, ich hol mein Handy. Ah, Leute, technische Probleme. Schlag mal, ich höre wirklich nichts. Aber warte, 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 warte. Oh Mann, nein, kein Update. So, wo bin ich? Mach mal grad was. Suchen. Wo ist ich höre keine Spielton. Leute, bei technischen Problemen müssen wir leider immer das so handhaben, dass wir immer wieder nachgucken müssen. Ach, hast du jetzt ein Logo dir gemacht?
ist doch Ton da. Warte. Ja, jetzt, aber eben war die ganze Zeit nichts. Jetzt ist auch Spielsound da. Was meinst du mit Logo? Jetzt ist auch Spielsound da. Was meinst du mit Logo? Weißt du, wie lange, weißt du, wie lange ich ein Logo habe? Weißt du, wie lange ich schon ein Logo habe? Ich sehe das jetzt erst das erste Mal im Stream. Nee. Also im Stream habe ich. Ist ja auch kein Logo. Hinter dir, Mann. Ach so, das da. Ja, ja, ja. Das habe ich vor. Ja, ja, ja. Ich höre mich doppelt, Mirko. Ja, weil ich dich gerade auf laut hatte bei dem Stream. Alles gut. Blutopfer. Ob der Sound kommt. Wie gesagt, eben war kein Sound da. Gold. Hast du geschlagen, geschlagen, geschlagen. Auch wo ich angemacht habe, habe ich keinen Spielsound gehört. Jetzt hört man ja sogar Spielsound. Ne, ich habe gerade auf Handy geguckt. Also, ich sehe ja hier in OBS, dass der Ton ja da ist. Ja, jetzt ist aber er ja auch da, aber eben war ruhig. Also, ich habe mal deine Schüsse gehört. Aber diese Spielmusik hat man nicht so oft gehört. Schön. Ach, nehmen wir hier das da. Blutopfern. Du musst halt ein bisschen mehr drauf aufpassen auf die Spielsounds. So, ich zieh mich jetzt erstmal an, ey. Eigentlich wollte ich zum Albersee, aber irgendwie. Bist du auch krank oder was? Krieg ich Schnupfen, nö. Und Dings hat sich nicht gemeldet. Also, ich zu Hause, ich fahr da nicht alleine hin. Nee, wir nehmen den hier. Ich hab keinen Bock, dem Boss mit 5 Verderbnis entgegenzutreten. Hat das Spiel denn keinen durchgehenden Ton? Doch, jetzt ja. Wenn ich jetzt auf laut mache, kommt durchgehender Ton. Auf laut machen, kommt durchgehender Ton. Ich brauche Licht, ich brauche eine Fackel, da ist er. Kommt hoch. Ah, nächste Welle, ja. Dann kommen wir rein. Uah, nächste Welle, ja logisch. Ey, müssen wir morgen wieder arbeiten? Nein. Wann denn? Dienstag. Können wir heute noch Ding spielen? So lass er. Ja, können wir auch. Fortnite habe ich nicht so Bock. Habe ich zwar Bock drauf, aber mit meinem Controller, das weiß ich nicht. Ah ja, ich mach die scheiß Lampe an und der pustet sie aus. Wieso? Musst du die anmachen? Ja. Dann mache ich mehr Schaden. Sweet Hot, Alter. Ja, die. Fernangriffe kannst du ja nie machen, oder? Doch, ich habe auch Fernangriffe, aber es kostet alles außer Punkte. So, wie alle. Ja, genau. Alter, wenn die eine klatschen, das knallt ganz schön, oder? Ich muss aber die hier. Die halt die anderen da. Hey. Du bist weg, kannst du wieder teleportiert lassen können. So. Jetzt ist die Heilung kaputt. Wie diese Vampirtuste bei Dings, Alter. Die war auch katastrophal. Oh, hat die mich aufgeregt, ey. Vampirtussi? Ja, Eldring war weißt du doch wo. Bei Solasta. Eldring. Nee, Solasta. War das Vampirtussi? Ja, in diesem Sanatorium. Wo wir 6 Stunden für brauchten, fast. Ach so.
Die alte da, weißt du das nicht mehr? Nee. Ich kann mich gerade nicht so erinnern. Wo wird diese Krone? Oh. Gewichtete Klingen. So. Oh, ein Schild. Ah, aber ich pariere nicht, ich weiche eher aus. Die alte, die ging mir auch auf den Sack. Gezackter Speer. Das war ein Kampf, du. Boah, ich war gestern einkaufen, ne? Alter. Boah. Also. Hier sind 3 Euro. Der billige Käse, ne? Jetzt habe ich noch 20 Euro, ey. Warte, wo ist denn jetzt? Machete. Top-Break Revolver. Kühner Bogen. Und wo ist jetzt meine Fackel? Salami ist auch wieder teurer geworden. Ach so. Ich glaube, das machen die langsam extra mit den Preisen, ehrlich. Was ist das denn? Damit die meisten als viele Leute arbeiten gehen, ey. Kann ich nicht den Bogen austauschen? Die Pistole ist scheiße, weg mit der. Schmeiß einfach aus dem Metall raus. Geht nicht. So. Ich habe gleich den ersten Boss tatsächlich. Champion. Ja. Unser erster Boss, Leute. Unser erster Boss. Hey, Mirko. Die Lampen haben nicht geleuchtet. Was ist das denn für ein Scheiß? Haben die echt nicht geleuchtet schon wieder? Hm. Machen wir nochmal aus. Ja, oh Mann, ich warte. Kann auch sein, dass das so hell bei dir ist. Nein, ich habe gerade echt auf die Lampe geguckt. So. Machen wir mal kurz wieder das Licht an. Ich habe meine WLAN-Lampe noch nicht aufgehangen. So, und machen wir jetzt? Machen wir jetzt? Jo, bin dabei. Please wait. Please wait, ja. Ich glaube, ich werde die Lampe bald ja wegmachen. Vielleicht gar nicht angeschlossen? Das weiß ich nicht, Johann. Warte. Die ist an. Das letzte Mal war ich vor 2 Wochen bei dir. Ich habe heute am Nunwehr-Stream was verändert. Und glaube, dass das jetzt kaputt ist. Alles gut, dann spiele erst weiter. Ich wollte es nur ausprobieren. Weißt du, ja, kaputt verändert. So eine Scheiße. So, wir sind jetzt Zack Olkirch, der Blutjäger. Ein Jäger, oh wow. Mach du mal weiter, ich guck mal gerade, wie weit es hinkommen muss. Alter, Mann, der ist ja. Alter, der trifft mich ja immer. Ich bin gleich tot. Was passiert, wenn ich sterbe? Weiß ich nicht. Vielleicht ist alles weg. Ich hab doch ausgewichen! Das heißt jetzt was?
Moin, Captain! Achso, steht echt noch Fortnite drauf. Das ist. So, warte. Das muss ich dann so rummachen. Er kann da den Scheiß echt nicht ändern. Ich. Wie die Krise. Ach, da ist der Tisch. Stream Manager, Stream Info bearbeiten. Danke, Captain. Na, mir geht's ein bisschen schlecht. Machen wir das so. Ich besitze das Spiel schon. Okay. Games und Demos. Na, das ist doch. Mal gucken, ob das bei dem anderen auch so ist. So. Könnt ihr auch mal wieder zocken, ey? Starsender. Ich hab das mal angefangen zu spielen, ey. So, wo ist jetzt. Wo ist das jetzt? 18. Da. Viel spielen, ey, Mann. Viel zu viel spielen. Ah! Ich hasse sowas. Ach so, wahrscheinlich einfach nur eine Erkältung oder so. Ich weiß nicht, ich krieg hier Kratzen im Hals. Weil gestern bei den VODs habe ich das auch gesehen. Man hört das doch ganz schnell raus. Ja, hört man. Hm. Wie hab ich jetzt das? Was ist das denn jetzt? Kurz. Oh ja, Tisch öffnen. Games and Demos. So. Und es Center. Games. Los. Er hat das nicht genommen. Was ist das denn für... Ich hasse Technik manchmal. Ja. Hi. So. Das lassen wir jetzt so. Vielen Dank. Neue Kategorie, Games und Demos. Ja, das passt. Danke, Captain. So, ich bin gestorben. Was? Wo sind wir denn? Licht enthält versteckte Fallen. Was nehmen wir denn? Ah, guck, hier mal blau. Du schade leidest, wird Wut aktiviert. Du verursachst 6 Sekunden lang 50% mehr Schaden. Oh, wow. Ich habe 14 Seelen. Nehmen wir das. Cool. Wow. Aha. Ja, habe ich mir gerade tatsächlich auch gedacht. Das ist vom Xbox Game Pass. Ich habe die Capture Card von meiner Kamera, von meiner GoPro, weil ich jetzt wieder ein Handy angeschlossen habe. Stimme ich jetzt über die, ja,
Capture Card für Kameras, die Xbox. Das funktioniert eigentlich sogar richtig gut, ne? Also, ja. Das Fenster, was ich sehe, ist halt hier die Vorschau-Vollbild. Das ist, warte, wie heißt das? Kurs auf Dead God. Ich weiß nicht, ob das auch für PlayStation gibt. Aber für PC gibt's das. Ist wirklich ein ganz, ganz kleines Indie-Game tatsächlich. So. Kann ich? Achso. Es ist rot. Ah, guck, was haben wir denn hier? Fallen fügen Gegnern 100% mehr Schaden zu. Achso, guck, hier unten geht's ja noch weiter. Geht mal. Lässt sich ein Segen der toten Götter anwenden. Wo ich einen davon. Habe ich gar keinen. Verlorene war. Ah, warte, hier kann ich. Ach, guck mal. Jo, Captain, wer mal dran denken. Ich hab dein Schwert, ich habe aber noch. Was ist das hier? Opfermacker. Hauptwaffe Schwert, Hauptwaffe Schwert. Ah, hier unten geht es noch weiter, guck mal, was ich noch alles kaufen kann. Hauptwaffe Schwert, aha. Das hier? Schmiedehammer. Auf kleine Angriffe landen beim Sprinten einen zusätzlichen Treffer. 3 Basisschaden pro Fitnesspunkt. Ah, ich bin immer pleite. Feuerangriff. Weißglühende Klaue, okay. Wir gehen damit unter 30% ohne kritischen Schaden zu. Oh, wenn ich nur geschwächt bin, direkt doppelt. Erhält passiv die Umgebung. Das ist natürlich geil, ne? Oh, oh, oh. Ah, ne. Wann hast du das heute Abend oder wann? Ich weiß ja nicht, wie lange ich heute sturmfrei habe. Gnade, meinst du jetzt Yu-Gi-Oh! Oder meinst du jetzt. Du meinst bestimmt Yu-Gi-Oh! Ne? Ja, Yu-Gi-Oh! So gnadenlos. Ah, guck. Drachenpistole, Feuerschutz, wir holen uns eine andere Pistole. Giftangriff. Ah. Nebenwaffe Dolch. Oh, was soll ich denn machen? Ich nehme den Hammer der Umgebung. So, gut. So, kann ich? Ich muss kurz hier ein Plus machen. Okay, jetzt lass mal weitermachen. Hier gibt's nichts. Oh, was gibt's hier? Was hat er jetzt gemacht? Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! Master, warte. Master Duel. Habe ich auch runtergeladen. Müsstest du, glaube ich, sogar auch haben. Im Steam, kostenlos. Boah, ich habe so viele Spiele bei Steam. Ey. Normalerweise müsste ich meinen Steam-Account vermieten ab und zu mal. Für 5 Euro die Woche oder so.
Siegbelohnung, Siegbelohnung, okay. Warum müsste ich mir jede Woche ein neues Passwort machen? Wir nehmen Gold. Ich glaube, das funktioniert nicht. Da halt nur, dass die mit Bestätigungscode von mir dann spielen können. Ich weiß gar nicht, was ich hinterher mache mit meinem Account, wenn ich alt bin. Ah, ich hab noch gar keine Nähmappe. Oh, der ist aber ziemlich fett. Als erstes machen sollen. Also, ich habe Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Duel Links, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel List, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel List, Link Evolution. Master Duel. Ich habe vier Stück. Star Wars, Spellforce. Ich hab alle Spellforce. Hä? Und magst du Master Duel? Ja, sag ich doch, Master Duel. Mirko guckt gerade durch seine Bibliothek, was alles hat. Der Reiche. Call of Duty, Elden Ring, Hammer. Ich habe noch zuerst zugeschlagen. Allein Anno habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5. 5 Anno-Teile. Arg. Boah, meine Nase läuft, Alter, Falter. Hast du ja Jägermeister getrunken? Nein. Ich habe meine Erkältung da. Keine Ahnung, was das ist. Baphomets Fluch. Ich war Freitag den ganzen Tag tot, ey. So tot? Toter ging's gar nicht mehr. Kennst du Broken Sword? Nee. Hab ich auch alle Teile von. Cossacks hab ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt alles vorlese, bin ich morgen früh noch beschäftigt. Ich hab sogar Fallheim, Alter. Aber ich auch. Okay. Ich spiel mal Fallheim. Ein Haus da aufzubauen ist richtig hardcore. Wow. Ich habe das insgesamt gespielt. 10 Stunden. Was ist da denn Hardcore? Ein Feier im Haus aufzubauen, das ist Hardcore. Da kannst du auch nur so eine komische Basis bauen, mehr nicht. Zeig mir aber an, dass du das nicht hast. Also du bist mir nicht angezeigt bei Fallheim. Bei wo? Bei Fallheim wirst du mir nicht angezeigt. Ich hab's mal gespielt. Ja, hast du es noch oder hast du es nicht mehr? Ich hab's nicht mehr installiert. Ja, das können wir auch mal zocken, Johann. Das kann man, glaube ich, sogar in den Kopf spielen. Ich habe das so nicht ganz gecheckt, das Spiel, was man da machen musste, keine Ahnung. Ich dachte, man muss da rumlaufen, irgendwelche Monster töten und dann... Ich bin da irgendwann erfroren. Erfroren? Ja, wenn es dunkel wird, erfrierst du. Dann machst du aber weiter als ich.
Ja, das ist doch ein guter Plan. Dann können wir doch Valheim spielen. Valheim Mistlands. Aber das hat nur noch 1,4 GB, ist das normal? Nee. Vielleicht hast du nur ein Add-on, was du da hast. Ich meine auch, das Gold. Wir nehmen. Größer, war das nicht größer, Alter? Ich geh mal auf der Shopseite gucken. Wo er da vorstellt. Das ist immer noch im Early Ace Modus? What? Wir besitzen dieses Spiel bereits. Ich besitze das Spiel schon, okay? Ah, guck, Schild und Revolver teilen sich das, okay. 20 Euro hat das mal gekostet. Ich hab überhaupt den Sinn da nicht verstanden, was man da überhaupt machen musste, Alter. Überleben. Wir nehmen Heilung, ich brauche Heilung. Kadaverbefall. Bestimmte Gegner schlummern in ihren Wirten und warten nur auf den richtigen Augenblick, um über ihre unachtsame Beute herzufallen. Normale getötete Gegner können zusätzliche Kreaturen hervorbringen. Ja, geil. Ja, auf alle Fälle, Captain. Die zeigen das aber nicht. Krasser, als es eigentlich ist. In Valheim? Ja. Du hast 10 Stunden gespielt. Das ist wie mit deinem Medieval-Dynastie. Ne? Wenn einer 1000 Stunden gespielt hat, der ein eigenes Dorf hat, sieht das auch viel krasser aus als einer, der nur 2 Stunden gespielt hat und gerade mal 2 Felden gebaut hat. Ne? Das musst du in Relation sehen. 3000 Stunden habe ich da drin. 3000? Siehst du sogar noch mehr? Bei Medieval Dynasty. Und so auf Xbox auch. Ja, Captain, auf alle Fälle können wir zusammen zocken. Aber ich habe einen festen Streamingplan für Freitag. Alles andere ist bei mir wirklich sehr spontan. Jetzt gerade habe ich sturmfrei. Das dürfte sich in einer halben Stunde ändern. Wenn ich Pech habe, wenn ich Glück habe, ändert sich das erst heute Abend. Und ja. Aber wenn du Bock hast, können wir auch jetzt. Mirko, Fortnite? Fortnite? Jo, Fortnite. Was nehmen wir? Nehmen wir Attribute oder Gold? Von mir aus. Mit Devil Dynasty hat auch schon wieder Updates, das darf nicht mehr. Wow. Müsste ich echt wieder. Alter! Guck mal. Oh, wow. Perfekt ausgewichen. Okay, ich hatte bei Dings, bei GOG, da haben die 3000 Stunden angezeigt, ne? War das nicht so? Jawohl, getroffen. Achso, jetzt komme ich auch nicht mehr zurück, ne? Weil jetzt zeigt er mir nur 1000 Stunden an. Ist ja auch egal, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich da echt viel Zeit investiert. Mein Dorf ist immer noch nicht fertig. Oh, Schild macht Bock. Keine Ahnung, irgendwie habe ich dann Valheim aufgehört zu spielen. Naja, ja.
das mal so nach. Ha, ich bin ja mal selber kaputt. Guck mal, die platzen. Bam, die platzen am Schild. Ah. Gossig. So, was nehmen wir? Oh. Ich hab hier sogar noch Gossig, Alter. Was? Ja, Gok hat sogar Gothic. Ja, ich hab Gossig hier. So, Attribute. Schaden, Schatzfunde. Ach so, guck, ich kann auch beide nehmen. Oh. Ne, wir bleiben bei einer. Wir nehmen Schaden. Idol Showdown. Waffe, Attribute. Was ist das? Wir nehmen Waffe. Dieses Idol Showdown wollte ich irgendwie auch mal spielen. Geh ins Feuer rein. Ah. Genau, jeder Schlag ein Treffer. Die Lampe ist kaputt. So ein... Was können wir jetzt hier nehmen? Ein Speer? Dolch? Ja, wir können... Jeder Kill generiert einen Ausdauer. Oh, geil. Verderbten... Ja, das nehmen wir. Heilung. Vision des Wahnsinns. Die durch die Bewohner des Tempels verursachten Wunden sind oftmals auch psychologischer oder spiritueller Natur. Erlittener Schaden verursacht Halluzinationen. Beim Halluzinieren verbraucht das Ausweichen keine Ausdauer. Ach, das ist ja. Das ist jetzt gut oder schlecht? Dunkel alles bei dir. Die Schatten können dem Auge Streiche spielen. Gib ihnen einen Namen, um nicht ihren Lügen zu erliegen. Normale Gegner sind. Was?
Bin ich jetzt tot? Ach nein, ich habe halluziniert. Fledermaus hinter dir. Nein, das sind Kanonen dagegen. Kann nichts machen. Warnwaffe Bombe. Oh, oh. Geil. Es ist noch zu spät. War cool. Was haben wir denn hier? Erhöht die maximale Ausdauer um 1. 700. Habe ich 700 Gold? Ja. Ja, das ist gut. Nehmen wir jetzt Unbekannte. Ja, genau. Ich glaube, exakt da stehen. Das war's? Das war's schon? Aber dafür habe ich mächtig Schaden kassiert, aber mächtig Schaden. Keine Truhe. Champion, wir sind beim Boss und haben keine 5. Aber ich hatte den anderen Boss auch nicht geschafft, ne? Ich bin ja verloren. Er schon wieder. Ja, komm. Er ruft immer wieder zwei Leute, das ist völlig.
ja, genau, der trifft immer. Oh, schon wieder. Mit seinem scheiß Jäger. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Es kommt immer wieder der gleiche Jäger. Ja, 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 weiß ich, weiß ich. Den Totenschädel. Schau mal hier. Fallen fügen Gegner noch nur Schaden zu. Schau mal hier. Immer nix. Fünf. Hä? Ach so. Juwelenhammer, scheiße. Ja, nehmen wir die Messer. Ach so. Egal, wir starten mal. Ah, guck, hier 88. Wird zweimal jetzt gestorben. Ah, Regen gibt's hier auch, okay. Ja, genau. Manchmal hatte ich mein Leben. Ich glaube, ich bin wirklich so ein Rentner geworden, was Spielen angeht. Ha? Ah, warte, hier geht's. Nein, hier geht's nicht. Ja, du kriegst schon wieder Panik, ne? Dass du gleich wieder ausmachen musst, glaube ich. Was ist? Du kriegst Panik, dass du gleich schon wieder ausmachen musst. Merkst du? Ja. Das Spiel, das ist auch ein komisches Spiel. Of this period. Ach, das sind diese Indie-Games, die ich mir da runtergeladen habe, die kostenlos, damit mir die runtergeladen haben.
so Indie-Games halt, ne? Auf jeden Fall macht das Bock. Ja, weil ich hab mir Steam auch so welche runtergeladen, solche halt Gameboy-Spiele, sag ich mal, so ähnlich wie Gameboy, Alter. Ich hab hier bei Xbox einen Tunic gefunden. Der ist hier im Game Pass. Den finde ich interessant. Der ist aufgebaut wie das Zelda vom Super Nintendo. So würde ich, schon sagen. Okay. Achso, ich kann ja nur Gold wählen. Na gut. Fängst du an in der Steinzeitalter und musst dich hocharbeiten. Aber halt in real life, ne? Oh, Warframe habe ich auch noch nicht gezockt. Wollte ich eigentlich auch spielen. Ist auch ein Coop Game. Dann kannst du auch diese Dings, diese. Ja, genau. Ich treff nicht und er trifft. Heißt das, Alter, diese. Oh, geht auch. Ach, wo gehen wir jetzt lang? Nach oben, Alter. Wir gehen links. Goldene Maske, okay, nehmen wir. Siehst du, links war doch die bessere Entscheidung. Ja. Oha. Ah, jetzt ist das Ding aufgeladen. Aha, okay. Ja! Okay, wenn der Boss auch solche Dinger hat. Ja, genau, er trifft mich schon wieder. So. Geschichte. Boah, ich habe ganz wenig Leben. Second Origin. Ja, ich spiele es halt zum ersten Mal. Was meinst du mit Falle? Ich war gerade mit dem Kampf beschäftigt.
So, was haben wir jetzt hier? Ich sehe ja, dass du und der andere, das war ja die ganze Zeit spielen. Deswegen dachte ich mir so, probiere ich aus. Ach, Heilung gibt's erst da oben. Nein. Doch. Nehme ich erst Gold. Tatsächlich finde ich es gut. Also es hat Diablo-Optik. Ist auch nicht einfach, ne? Also den ersten Boss habe ich noch immer nicht tot. Den Jäger. Ja, genau. Boah. Wunderschöner Kill. Wunder. Blocken, nicht parieren. Da brauche ich ein Schild. Mein habe ich ja auch. Ich hatte zumindest ein Schild. Meinst du parieren oder meinst du wirklich blocken? Ha. Hat er mich deutlich getroffen. Ja, noch einer. Warte. Was meinst du mit Effekt? Du hast doch beides denselben Effekt. Ach so. Ich weiß es nicht. Also rein physisch eigentlich nicht, ne? Weil Schild kannst du die ganze Zeit halten. Und parieren ist halt wie bei Elden Ring so. Aber ich habe das Parieren nicht mal in Elden Ring geschafft. Nicht mal in Breath of the Wild kriege ich das hin. Oder was liegt an der Verzögerung, die ich mit dieser Capture Card hier habe? Weil die halt nicht so weil die Capture Card nicht dafür ausgelegt ist, ne? Kein. Wow! Ah. Neuer Rekord, ja, ja. Okay, das ist also meine Basis. Von hier starte ich immer. Erweitere Verteidigung. Parieren. Durch Parieren im letzten Moment kannst du gegnerische Angriffe kontern. Erfolgreich parieren schwächt den Gegner. Er erleidet dann vorübergehend mehr Schaden. Okay. Wo ist mein Schild? Ich hab's doch gekauft. Tödliche Klugheit. Rasende Wut, nein, warte, hä? Ach, hier, bei Waffen ist er. Hier war irgendwo ein Schild. Ja, und der Verteidigung. Den Hammer finde ich scheiße, den Hammer finde ich übelst kacke. Wo ist jetzt? Ich habe doch hier irgendwo ein Schild gehabt. Anscheinend nicht. Nein. Es ist andersrum. Die Schilde findest du während des Tempels. So wie normale Waffen. Okay. Dann nehme ich. Zwernwaffe schwer. Nebenwaffe Dolch. Ich glaube, Dolch ist, glaube ich, hier. Pass. Hier ist auch ein Schild. Da ist auch einer. So. Ach guck, die Waffen, die ich gefunden habe, sind auch hier. Cool.
Die Waffen, die ich gefunden habe, sind hier auch. Kann ich die ausrüsten? Warte mal. Da, automatisch zu parieren. Das nehmen wir. Warte. Permanente Waffen verbergen. Ja, ich will die doch ausrüsten. Wie geht denn das jetzt? Wo ist denn jetzt der andere Schild? Ach so. Ich schalte die hier nur frei und kann sie im Tempel bekommen. Und wenn ich sie verbanne, dann sollte für sie im Tempel nicht mehr erscheinen. Ja. Also heißt, ich habe die Waffe hier auch nicht. Ich muss sie erst finden. Waffenarterie in der Haupthalle halten Waffen für dich bereit, bevor du deine Erkundung beginnst. So, jetzt haben wir 000, ne? Oh. Ach so, warte mal, hier ist auch. Das ist ein Waffenaltar. Ich kann mich jetzt zwischen zwei Sets entscheiden. So, irgendwo muss ich jetzt gucken, dass ich. Aber wie? Geht das überhaupt? Origin, sag mal, kann ich die Waffen, die hier liegen, selber entscheiden, welche ich drauflege? Ja, ne? Muss doch irgendwie. Ich kann es also nicht auswählen, welche da sind. Zufallsprinzip. Dann nehme ich die hier trotzdem. Schade. Schade. So, dann probieren wir mal weiter. Weiter geht die Runde. Guck mal, 22, 88%. Den hier wieder. Und diesmal schlauer. Und wir gehen direkt Waffen rein. Jetzt, wo ich das einigermaßen gecheckt habe. So. Erstmal mal kurz nochmal. Tut nix, tut der was, der tut auch nix, der tut auch nix und der tut auch nix, okay. Boah, die Waffe ist schnell. Das ist schön. Ja, da kommt die nächste Welle. Ach, da ist schon wieder. Hallo, Kinder sind da. Ja, ich höre dich.
Klingel hier, weil dann bin ich dimmlich. Also, ja, Clown-Angriffe sind. Ah, zwei von denen. Oh, der hat geblockt. Was macht er denn da mit mir? Hey, Johann? Ja, warte, ich hab hier gerade. Ach so, der gibt mir Verderben, dass der. Schild. Ah, Tür klopft. Warte. So, alles klar, mein Sturmkreis vorbei. Sturm vollendet. Bis später vielleicht.